Es tut mir leid, ich bin zum Staubsaugervertreter mutiert. Erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass es in diesem Video nicht um 3D-Drucker geht, sondern um einen Staubsaugerroboter. Und ich will euch einmal kurz erklären, wie es dazu kommt, dass ich diesen Staubsaugerroboter jetzt für euch teste. Normalerweise lehne ich solche Reviews ab, wenn mich Gearbest zum Beispiel fragt, möchtest du eine Zahnbürste testen oder ein Handygehäuse oder eine Kloschüssel, dann sage ich nein, das passt nicht zu meinem Kanal und das möchte ich eigentlich auch nicht. Aber dieses Mal haben sie gefragt, ob ich diesen Staubsaugerroboter testen möchte. Normalerweise hätte ich nein gesagt. Das Problem ist aber, meine Freundin liest auch meine E-Mails und jetzt wisst ihr schon, worauf es hinausläuft. In dem Moment, wo ich diese E-Mail kriege und ich diese E-Mail eigentlich auch löschen wollte, ging die Tür auf. Und du testest diesen Staubsaugerroboter! Und damit war die Messe gelesen, der Chef hat das Machtwort gesprochen und ich musste diesen Staubsaugerroboter für euch testen. Und ich muss dazu sagen, ich war ein absoluter Gegner von diesen Staubsaugerrobotern, weil ich mir immer gesagt habe, das eine Mal im Jahr kann man auch per Hand saugen, da braucht man nicht so einen super teuren Staubsaugerroboter. Das Problem ist aber, wenn man nicht weiß, was einem fehlt, dann vermisst man das auch nicht. Und genauso ist es mit diesem Staubsaugerroboter. Jetzt habe ich ihn, jetzt weiß ich, wie bequem das Ganze ist, weil jetzt würde es mir sehr, sehr schwer fallen, den wieder abzugeben. Als kleine Info, ich möchte die zukünftigen Reviews, sei es Drucker oder Geräte oder Staubsaugerroboter oder andere technische Sachen, ich möchte die nicht mehr so stocksteif rüberbringen, komplett auswendig irgendwo aufgeschrieben und dann vortragen, sondern ich habe mir hier ein Skript hingelegt mit Stichpunkten und dann möchte ich mit euch die Sachen einmal durchgehen. Und ich denke, so kommt es auch am natürlichsten rüber und das macht mir einfach auch viel mehr Spaß, als die Sachen einfach nur irgendwo abzulesen. Deswegen fangen wir einmal an und ich gehe mit euch die Sachen durch, die in der Verpackung mit drin waren. Ganz klar hier eine Anleitung von Viomi. Wie heißt das Ding überhaupt? Das ist der Viomi Version 3. Und ja, die Anleitung hat alle Sprachen mit drin, die man braucht. Und ich muss sagen, dafür, dass es ein chinesisches Gerät ist, ist die Anleitung sehr, sehr gut übersetzt. Also man hat nicht dieses klassische schlechte Chinesisch, was man kaum versteht als Deutscher. Die Bebilderung ist super und man kommt auch super klar mit der Anleitung. Also das ist wirklich für chinesische Verhältnisse wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir hier insgesamt 3 Kartuschen in dem Drucker drin. Wir haben einmal diese Kartusche drin, die nur fürs Saugen ist. Dann haben wir einmal eine Kartusche drin, die ist nur fürs Wischen. Da kommt quasi später Wasser mit ein bisschen Spüli rein. So habe ich das zum Beispiel gemacht. Und dann haben wir eine Kartusche, das ist Saugen und Wischen. Und ich muss sagen, ich war echt ganz schön skeptisch, ob das Ding wirklich wischen kann. Aber dazu zeige ich euch später dann noch das Ergebnis von dem Wischstaubsaugerroboter. Dann ist noch einmal hier so ein Wechselfilter mit drin. Wenn man dann diese reine Saugeinheit hat, da kann man dann hinten diesen Filter einmal wechseln. Ich habe das jetzt bisher immer so gemacht, ich habe einfach den Filter mit einem normalen Staubsauger einmal ausgesaugt. Und ich denke mal, das hält ewig lange. Wenn man diese Kartusche dann nimmt, man steckt sie einfach vorne rein in den Staubsauger, zack. Und da sind dann mehrere Kontakte drin und dann erkennt der Staubsaugerroboter auch schon, welche Kartusche drin ist. Und ja, die Sache ist gegessen. Da das ganze Ding ja auch nicht nur saugen, sondern auch wischen kann, sind natürlich ein paar Aufsätze mit drauf zum Wischen. Ich bin jetzt keine Putzkraft, die sich genau auskennt, welchen Aufsatz man jetzt für was braucht. Auf jeden Fall ist hier einmal so eine Art Vlies. Dann hier einmal so ein Frottee und einmal so ein weiches Frottee gemischt mit noch einer Membran dazwischen. Ja, man kann dann wahrscheinlich für jeden Untergrund nochmal speziell das passende oder die passende Unterlage wählen. Ich habe jetzt einfach nur diese Standard-Fließunterlage genommen und die hat super funktioniert. Oben drauf auf dem Roboter sind dann, ja, das Ding hat nur 2 Knöpfe, einmal an und aus und einmal home. Und wenn man dann diese Aufladestation in der Wohnung positioniert hat, dann stellt man den Staubsaugerroboter da einfach ran, drückt auf an und dann geht es eigentlich auch schon los. Egal wo das Ding steht in der kompletten Wohnung, wenn man auf die Home-Taste drückt, der findet immer seine Ladestation, egal wo man die Ladestation hingestellt hat. Die komplette Front vorne ist so eine Art Aufprallsensor und das ist nicht nur ein Sensor, sondern der weiß auch, wo er quasi irgendwo gegengefahren ist. Das heißt, er hat vorne einen Sensor, rechts und links. Also er weiß dann zum Beispiel, wenn er links irgendwo gegenfährt, dass es auch wirklich auf der linken Seite war. Und er denkt dann nicht, oh, ich bin irgendwo an der vorderen Front gegengefahren, sondern er weiß dann schon halt, wo er den Gegenstand umfahren muss. Die komplette Oberseite besteht fast aus einer Front, die man so hochklappen kann. Und ich muss sagen, generell, das ganze Ding ist erstmal so von außen her, wirkt sehr wertig. Also es ist jetzt kein Billigprodukt und das sagt ja auch schon der Preis. Dann hat man hier vorne eine Bürste drin, womit man das Ganze hier so ein bisschen auswischen kann. Und dann war hier so ein Messer drin und ich hatte mich erst gewundert, was soll ich denn mit diesem Messer anfangen? Das zeige ich euch gleich noch, wenn wir uns die Unterseite angucken. Und oben hatte ich euch ja schon gezeigt, kann man dann, wie gesagt, diese Kartuschen einfach nur rein und rausnehmen. Ja. Und da sagt das auch schon, er weiß dann, dass die Kartusche raus ist.
und man setzt dann einfach die neue ein und er weiß dann auch, was jetzt drin war. So, gucken wir mal. So, also er weiß halt immer, welche Kartusche man eingesetzt hat und danach wählt er dann. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Und er weiß dann halt immer, was drin ist und man kann nicht versehentlich das falsche Programm auswählen. Oben drauf ist dann so ein rotierender Lasersensor, der die komplette Wohnung vermisst. Ja, die CIA lässt auf jeden Fall grüßen. Ich will gar nicht wissen, wo die ganzen Daten überall hingehen. Auf jeden Fall rotiert das mit einem Lasersensor und er scannt dann die kompletten Bereiche ab, wo er saugt und erstellt dann darüber auch seine Karte. Auf der Rückseite relativ cool integriert sind zwei so Metallstreifen. Das ist dann Plus und Minus und darüber wird er dann später an der Ladestation aufgeladen. Auf der Vorderseite ist noch ein Infrarotsensor mit eingebaut. Ja, den haben wahrscheinlich alle diese Staubsaugerroboter integriert. Und dann kommen wir auf die Rückseite. Und hier sind insgesamt 4 Sensoren, die nach unten gerichtet sind. Das heißt, wenn der Staubsaugerroboter irgendwann mal über eine Klippe fahren will, merken diese Sensoren, stopp, da geht's nicht mehr weiter. Und der Roboter stoppt dann und fährt dann da nicht weiter. Also er kann niemals irgendeine Treppe runterrollen. Ja, dann haben wir auf der linken Seite unten so eine kleine Bürste. Die zeige ich euch gleich in einem Betrieb. Die rotiert dann später. Und bürstet dann quasi sogar den Dreck aus den Ecken zum Staubsauger oder zum Staubsaugermittelpunkt, sodass diese kleine Bürste, die ich euch hier gleich zeige, den Dreck dann immer aufhängt. Und kann man auch mit einem runden Roboter Ecken aussaugen. Das war immer die Frage, die ich mir gestellt habe, wie soll das funktionieren mit so einem runden Kasten. Ja, vorne ist eine rotierende Rolle drin. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Hier unten ist dieser eigentliche Saugereingang. Das ist einfach nur eine Klappe, die man hier abnimmt. Und dann kann man diese Rolle mit den Bürsten hier abnehmen, die dann halt den ganzen Dreck auffegt, quasi wie ein rotierender Feger. Und jetzt kommt dieses kleine Messer zum Einsatz. Ich wunderte mich, was soll ich denn mit diesem Messer hier durchschneiden? Aber wenn man eine Frau im Haushalt hat, die lange Haare hat, dann hat man relativ schnell hier einen ordentlichen Büschel Haare dran. Und mit diesem Messer geht man dann hier einmal lang, trennt diese Haare komplett durch und dann kann man die ganz locker und flockig von dieser Rolle abnehmen. Hat aber auch einen Moment gedauert, bis ich das begriffen habe. Ich weiß nicht, ob ich dazu doof bin, aber egal, wenigstens habe ich es irgendwann verstanden. Ja, und hier ist dann schon der Schlitz, das geht nach innen, da kommt dann der Dreck oder wird der Dreck eingesogen in die Kartusche rein. Ganz cool finde ich, die Rollen von dem Staubsaugerroboter, die sind so einzeln gelagert. Das heißt, das ist wie so ein Offroad-Fahrzeug. Wenn der irgendwann mal über ein Kinderspielzeug oder über irgendwas anderes rüberfährt, dann hebt der Staubsaugerroboter ab und verliert dann aber nicht den Bodenkontakt, weil diese Rollen halt ein bisschen nachgeben und diesen Spalt quasi ausgleichen und er schafft es dann auch über Gegenstände rüberzufahren. Ganz hinten ist dann noch einmal eine USB-Buchse, da kann man eine Micro-USB Stecker anschließen. Ich weiß nicht wofür, ich habe ihn bisher noch nicht gebraucht. Eventuell ist es für Servicearbeiten oder kann auch sein, dass man da vielleicht eine Firmware raufspielen kann. Ich habe es bisher aber immer nur über die App gemacht, das heißt, ich brauchte dieses Kabel eigentlich nicht. Hinten sind dann noch 2 Schlitze, das heißt, wenn man dann Bock hat und man möchte mal nicht nur saugen, sondern auch wischen, dann nimmt man einfach den Aufsatz hier, schiebt den rauf, zack, dann rastet das ganze Ding ein und man hat halt hinten dann diesen Wischmopp quasi aufgeklemmt. Wenn man dann mit dem Aufbau fertig ist, stellt man seine Ladestation am besten irgendwo in die Wohnung, wo man das ganze Teil nicht sieht und man installiert die App auf seinem Handy und das ist super einfach, das ist in der Anleitung beschrieben, da ist ein QR-Code drin und schon hat man die App auf dem Handy. Dann verbindet man einmal den Staubsaugerroboter mit dem WLAN zu Hause und man sieht dann sofort den Staubsaugerroboter auch in der App. Bevor es dann losgeht, muss man dem Roboter einmal sagen, fahr einmal komplett durch die Wohnung. Also man muss ihn einmal einen Reinigungsprozess von 0 bis 100 einmal abschließen lassen, dass er die komplette Wohnung scannt und quasi die erste Karte erstellt. Dann switchen wir einmal in die App rein und ich zeige euch, was man da für Funktionen hat. Und man hat verschiedene Funktionen, die ich ganz praktisch finde. Also wenn man zum Beispiel irgendwo was spontan verschüttet hat, kann man zum Beispiel eine Punktreinigung machen oder man kann eine Flächenreinigung machen. Man sagt zum Beispiel, so habe ich das ganz gerne gemacht, ich möchte jetzt zum Beispiel nur, dass die Küche gereinigt wird, dann macht man sich da so ein Viereck rum und dann wischt er auch nur den Bereich. Wenn man irgendwo ein Kinderzimmer hat, wo der nicht rein soll, kann man auch virtuelle Wände setzen. Das kann man natürlich einmal komplett durch die Karte machen, so wie man es möchte. Oder man sagt dem Staubsaugerroboter, dieser Bereich ist gesperrt und dann wird er niemals in diesen Bereich irgendwo saugen. Außerdem kann man einstellen, wie stark die Saugstärke sein soll und dasselbe natürlich dann auch für die Wischstärke. Je nachdem, wenn man jetzt zum Beispiel um 22 Uhr nochmal schnell durchsaugen will, macht man die Saugstärke halt auf Minimum. Man hat auch immer die Verschleißteile im Prozent im Überblick. Das heißt, wenn irgendwann mal so eine Bürste verschlissen ist, sagt der Roboter einem rechtzeitig Bescheid, Achtung, die Bürste ist verschlissen und dann kann man sich, denke ich mal, da auch Ersatzteile kaufen. Man kann den Roboter auch ganz manuell, wie zum Beispiel ein RC-Auto fahren. Ich wüsste jetzt nicht warum, es ist wahrscheinlich einfach nur eine Männergeschichte, dass man da so ein bisschen rumspielen kann. Man kann natürlich ein Firmware-Update machen über die App, das sagt sie ja immer automatisch. Und man kann, das finde ich besonders cool, einen Reinigungsplan erstellen. Das heißt, man kann hier einen Wochentag, eine Uhrzeit und die Reinigungsleistung einstellen. Das heißt, ich mache das so, ich gehe morgens zur Arbeit, stelle ihn ein, dass er um die Uhrzeit, wenn ich nicht da bin, hier einmal saugen soll. Wenn ich nach Hause komme, nehme ich die Kartusche, mache die einmal leer und
geil, ich muss nie wieder staubsaugen. Aber ich kann ja viel in meinem Video quatschen. Wichtig ist, kann der Staubsauger überhaupt staubsaugen? Und zufälligerweise sind mir hier vorhin ein paar Haferflocken rausgekippt in der Küche. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, ob der Staubsauger es schafft, die Haferflocken komplett aufzusaugen. So, nehmen wir uns einmal mit. Gucken uns mal an, wie der einpackt. Okay, also das war jetzt aber auch eine ganz schöne Hardcore-Verschmutzung. Hier unten sind überall noch Reste. Wenn man jetzt mit einem normalen Staubsauger hier staubsaugen würde, würde man wahrscheinlich auch ein bisschen länger saugen. Das heißt, wir geben dem einfach noch eine Chance und lassen ihn nochmal hier durchfahren und gucken dann, ob das Reinigungsergebnis besser ist als jetzt. Okay, der Staubsaugerroboter ist jetzt zweimal durch die Küche gefahren und ich würde sagen, er hat so 90-95% aller versehentlich verschütteten Haferflocken aufgesaugt. Zwei Probleme haben sich ergeben, habe ich gesehen. Und zwar die Haferflocken, die waren so leicht, dass die Bürste die Haferflocken so stark zur Seite gewirbelt hat, dass es nicht mehr im Mittelpunkt des Roboters im Endeffekt gelandet ist. Und dadurch konnte der Roboter diese Haferflocken dann nicht aufsaugen. Und das zweite Problem war, hier hängt immer noch so ein Geschirrtuch. Obwohl das Wischtuch relativ hoch hängt, ist der Roboter nicht unten durchgefahren, weil er halt dachte, es kommt zu einer Kollision. Ansonsten muss ich sagen, ich bin mit der Reinigungskraft erstmal so zufrieden. Wenn man so extreme Verschmutzungen in der Wohnung hat, dann würde ich es jetzt so machen, wie ich es jetzt gerade eben schon gemacht habe. Ich würde den Roboter einfach mehrere Male jetzt durch dieses Gebiet durchfahren lassen. Wenn der Staubsaugerroboter wischt, dann macht er entweder das in einem S-Muster oder in einem Y-Muster. S ist mit weniger Batterieverbrauch, Y ist ein bisschen effektiver. Kann man sich dann selbst aussuchen, was man möchte. Okay, kommen wir mal zum Fazit. Braucht man diesen Staubsaugerroboter? Nein, braucht man absolut nicht. Ich habe jetzt 30 Jahre lang, na gut, ich habe jetzt nicht 30 Jahre lang gesaugt, aber ich habe es bisher auch geschafft, ohne Staubsaugerroboter auszukommen. Das Problem ist das, wenn man so einen Staubsaugerroboter einmal hatte, dann kommt man davon nicht mehr los, weil es einfach super bequem ist und man einfach wirklich nicht mehr staubsaugen muss. Ich mache das wirklich so, ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause, mache die Kartusche leer und ich muss nie wieder saugen. Und das Schöne ist, er macht sogar die Ecken sauber. Ich hätte erst gedacht, naja, der wird wahrscheinlich so grob ein bisschen den Dreck wegmachen, aber das Ding fährt wirklich in die Ecken und macht auch die verwinkelsten Ecken sauber durch diese kleine rotierende Bürste da unten. Die App war gut, ich kann wirklich nicht meckern, die hat sich easy installieren lassen. Ich konnte alle Funktionen da ganz leicht finden und es ist eigentlich selbsterklärend. Also man muss jetzt nicht studiert haben, um so einen Staubsaugerroboter hier bedienen zu können. In meinen gesamten Tests hat sich der Roboter jetzt einmal verkeilt und zwar an einer IKEA-Lampe. Das war so ein ungünstiger Winkel, dass er da einfach nicht mehr loskam und einmal hat er ein Spielzeug von meiner kleinen Tochter eingesaugt. Das fand er auch nicht so cool und dann hat er auch gesagt, ich kann nicht mehr. Und was er dann macht, ist, er schickt dir eine Nachricht auf deine App und sagt, hier ist irgendwas zu Hause passiert, womit ich nicht gerechnet habe, ich mache jetzt nicht mehr weiter. Und dann weißt du, okay, wenn du nach Hause kommst, dann ist der Roboter irgendwo und kann einfach nicht mehr. Kommen wir zu den negativen Punkten. Ja, der negative Punkt ist, ich kann meiner Freundin jetzt nicht mehr sagen, ich habe extra Staub gesaugt heute. Also das fällt von dem Haushaltsplan jetzt weg, weil das macht ja dieses Ding hier. Das heißt, ich kriege eine andere Aufgabe in Zukunft übergebrummt. Negativ finde ich auch ist, ich finde es ganz schön teuer. Also ich glaube 500-600 Euro kostet das Ding jetzt. Ich meine, ja, da ist eine Menge Technik drin. Und wenn man sich anguckt, wie das Ding so um die Ecken sich kalibriert und fährt und alles ausmisst und die App, da steht ja auch Entwicklung und so drin. Und ja, okay, ich kann es ein bisschen verstehen, dass das Ding teuer ist, aber na, die Frage ist halt immer, braucht man es wirklich für den Preis? Was ich wirklich gut fand, war die Akkuleistung. Also das Ding, ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung, fährt einmal durch die komplette Wohnung mit der mittleren Saugstärke und hat danach noch 45%. Also selbst wenn der Akku jetzt über die Zeit mal nachlassen wird, wird er es wahrscheinlich seinen Lebtag nicht schaffen, den Akku so zu schrotten, dass ich nicht mehr einmal 100% durch die Wohnung komme. Also abschließendes Fazit, brauchen nein. Geil ist es trotzdem, wenn man es einmal hat, will man es nicht mehr abgeben. Und Männer, wenn ihr schlau seid und ihr euch so ein Ding holt, dann versteckt den vor eurer Freundin oder Frau und sagt einfach jeden Tag, du Schatz, ich habe heute schon wieder gesaugt. Und los. Ha, seht ihr, brauche ich nicht mal mehr morgens den Küchentisch sauber machen. Ja. Und ich kann, oh, ja. Ist das Ding eigentlich so dreckig? Wenn es dann könnt ihr das Video diesmal gerne überspringen
und einfach mal Blödsinn reden. Direkt umdrehen. Was heißt direkt? Meine Güte, ey. Wie Zahnbürsten oder Handy. Boah, heute ist wieder schlimm. In dem ganzen. Ja. Ja. Und nochmal. Der erste Satz war schon Schrott. Vergessen, verdammt, das wäre cooler gewesen. Wieso sehe ich eigentlich aus, als hätte ich nichts an? Ach, meine Haare sind so schön.